von Ark Survival Wolf Aberration. In der letzten Folge haben wir hier unseren Aberrant Raptor gezähmt. Hier kann ich auch wieder ein neues Level machen. Oh, der ist sogar jetzt noch schwer. Noch. Kann ich jetzt sogar noch tragen. Ich habe nämlich. Keine Ahnung, was habe ich jetzt im Metall gerade? Ganz viel Holz und so. Deswegen war das auch schon fast voll. Scheint ihn wohl nicht gejuckt zu haben. So, in dieser Folge wollte ich gerne auch ein bisschen mehr erkunden. Denn ich habe früher, als ich mit dem Brownie gespielt habe und als ich mit dem Simson gespielt habe, habe ich sehr selten Ark Aberration erkundet. Das seht ihr auch hier. Ich kenne zwar solche Biome wie das Toxic Biom, wo ja die Rock Drags und so rumlaufen, oder das blaue Biom, habe ich mal von Weitem gesehen. Ich weiß auch, in welcher Richtung das liegt. Ist auch nicht so weit weg. Ja, das mache ich später, aber ich habe die Map selber sehr, sehr selten erkundet. Und das möchte ich gerne ändern. Da geht es nicht mehr lang. Ach stimmt, wir könnten auch den Weg da oben bei mir mal nutzen. Also ich selber würde halt gerne mal eine kleine Erkundungstour machen, egal in welche Richtung. Ich habe fast überall kaum erkundet mal. Da würde ich es vielleicht mal ganz interessant finden. So. Welches Level warst du denn nochmal? Oh, das war der 92er, okay. Möchte ich ja noch behalten. Hatte ich dafür nicht sogar schon Pfeile gemacht? War da nicht was? Okay. Dann mache ich halt noch mehr. Habe ich überhaupt andere Pfeile mal gelernt? Doch, ja, Betäubungspfeile. Warum kann ich die denn nicht machen? Ah ja, schon, weil mir das Narkotik natürlich fehlt. Bin ja ganz schön schlau, ne? So, aber erstmal weiter. Ich finde auch Elena. Oder wie hieß sie? Ich meine, die hieß Elena, ne? Helena. Ach, geht doch mal auf den Weg. Helena ist eigentlich schon ganz nice, vor allem wegen diesen hier Story-Mission. Okay, Story-Vorzeigung. Da war ja was. Oh, die können wir zähmen. Stimmt. Komm, lass jetzt mal eben eine Armbrust bauen und dann zähmen wir die Viecher. Vielleicht ist er ja ein besser runter. Tut mir leid, Aberrant Raptor, aber. Warte mal, welches Geschlecht bist du dann? Vielleicht mache ich die Raptor-Squad. Weibchen. Okay, eigentlich sind ja alle Weibchen, glaub. Ja, sind ja alle Weibchen normalerweise von der Raptor-Squad. Aber ich finde, so Blue könnte auch männlich sein für mich. Aber damit das auch wirklich gut passt. Also Blue muss auch ein blauer Raptor sein. Das steht fest. Bitte lade mal. Danke. Ich meine, da gab es ja Rose, ne? Naja, jetzt gibt's halt Rose. So, Rose. Ich benutze den Namen ja eigentlich auch sowas wie bei One Hour One Life und meine Kinder da so zu nennen, weil mir fallen keine anderen Namen ein. Ich habe sonst keine anderen Namen. Darf ich da ehrlich rein? Das muss doch wehtun. Oh ne, der ist gegen den Baum gelaufen, nicht gegen die Spikes. Aber dann wird er nämlich wahrscheinlich die alle niederreißen. Warum machst du. Bist du wieder an? Kann man irgendwie sagen, komm. Freilassen möchte ich nichts sehen. Okay. Fehle Ernteeinstellung. Verhalten wahrscheinlich dann. Folgeabstand. Verhalten passiv. Paarung an. Okay, keine Ahnung. Also, warte mal, was brauchen wir jetzt nochmal? Boah, den möchte ich da oben, möchte ich aber auch den zählen, den einen Typen da, der jetzt gerade vor meiner Base fast schon in meiner Base steht. Mit seinen 92 Level müsste der eigentlich ein ganz cooles Ziel sein.
Aber ich möchte jetzt erstmal die Raptor Squad hier. Ich habe da nur zwei Raptoren gesehen. Ich glaube nicht, dass wir die ganze Squad hinkriegen, sondern nur ein Trio bis jetzt. Aber so lange wird es ja auch nicht dauern. In hier Jurassic World Evolution gibt es ja jetzt auch mit einem der DLCs. Ich weiß nicht mehr mit welchem. War es Wu's DLCs oder Wu's Geheimnis DLC oder Return to Jurassic Park? Eins von denen hat aber die vier Raptoren beinhaltet. Also die als so gesehen als Skin. Jurassic World Evolution möchte ich insgesamt mal wieder mit allen DLCs spielen. Wenn ich das nächste Mal das aufnehme, wird das mit allen DLCs sein. Das wird aber nicht vor Februar sein. Ich möchte das diesen Monat, mache ich das nicht mehr. Ich möchte auch erstmal Ark mit dem Brownie die Genesis Map zocken und auch ein paar andere Maps, aber vor allem den Genesis mit dem Brownie. Ich geb's auf. Warum leuchtest du? Oder muss das der Final Gamer sonst einstellen mal? Oder sobald er aufgeladen ist, macht er es wieder. Nee, es geht nicht. Okay. Dann ist es halt wohl so, dass wenn der voll ist und mal sagen muss, okay, ich muss das jetzt wieder loswerden. So, ich habe meinen Speer und die Armbrust gebaut. Denn ich weiß jetzt schon, ich werde es gebrauchen. So, es ist mal fertig, danke. Das muss ich mitnehmen und vielleicht noch ein bisschen Flint. Das habe ich ja gar nicht mehr hier drin. Ah, da hinten waren noch Pfeile drin in den einen Kasten. Ah, vier. Immerhin. Knüppel nehme ich sicherheitshalber auch mal mit. Ja, essen und trinken geht noch. Sonst hier das ganze Narkotik nochmal. Das müsste ja von sich an reichen. Ich kann jetzt nochmal hier sagen, hier. Stell nochmal L4 hierher. So und so. Und dann sagen, hier möchte gerne noch Steinpfeile. Und die alle bitte in Narkotikpfeile. Da wir jetzt ja wahrscheinlich eher erstmal eh noch eine Zeit lang mit Narkotikpfeilen arbeiten werden. Und die Pfeile sind insgesamt billig. Ich glaube, da könnte ich sogar noch mehr als nur die Raptor Squad da hinten betäuben. Aber ich glaube, dass. Ich bleibe erstmal bei der Raptor Squad. Ich bräuchte noch eine Bola, sicherheitshalber. Du bist nochmal eben zu. Ah, Rose, hast du was? Bitte sag, du hast ein bisschen Leder. Ah, komm. Ja. Ich glaube, das reicht noch nicht. Okay, vom Leder reicht das natürlich, aber ich meine mit Stein und Stroh, ja. Das mache ich dann auf dem Weg. Da müssen ja genug Büsche und Bäume sehen wir ja schon von hier aus. Und da oben meine Base wäre auch cool. Dann da mitten hier mit einer Elytra runter. Ich finde insgesamt diese Elytren, die sind die beste Erfindung und eine der besten Sachen mit den Kraxeldingern. In ganz Ark Aberration, weil so ist die der Rock Drake, die Kraxelhaken und die Lytren. Das ist eine gute Sache und ich fand's so nice im Trailer zu sehen. Ich und der Brownie waren zu der Zeit extremst gehypt. Hä, gibt's hier keine Steine? Oh Gott, jetzt muss ich auch noch Steine abfarmen. Hab ich. Ach, verdammt. Ui, dafür kann ich auch ein paar Bolan bauen, falls ich mal daneben treffe. Was natürlich trotzdem nicht so effizient wäre, aber ich muss das Viech da mal eben töten. Mir fehlt nämlich noch Fleisch. Geh, drauf, los. Ach komm, mach's uns nicht so schwer.
Ja, du blutest schon, du bist gleich down. Ja, und sogar ein Level-Up hast du mir gegeben. Also, danke für dein Opfer. Konnte noch Fleisch und übelst Leder rausziehen. Hat sich doch gelohnt. Bisschen auf Gewicht. Oh, ein Level noch und wir können Maschinen bauen. Und damit würde dann der große Fortschritt beginnen. Ey, ich habe auch immer mehr gerne, also viel lieber gezähmt als gebaut. Das muss sich aber auch immer ändern. Wo sind die Raptoren? Da ist ein Skorpion. Ist er tot? Ist er nicht. Einfach weiterlaufen. Okay. Oh. Ich sehe zwei. Ich weiß nicht, ob da noch ein dritter war. Ich sehe drei. Und ein Paraseer. Aber Oh, ich hasse Paraseer. Ihr seid so blöde Viecher. Ihr stampft immer in der Base rum und macht Erdbeben des Jahrhunderts. So, aber trotzdem wäre es mal ganz gut, sich mal in den... Ja, okay, ihr seht es, ne? Der ganze Bildschirm ruckelt, deswegen. Ich würde dich so gern töten, ne? Wow, jetzt hat es mich erschreckt. Ach, du Scheiße! Ja, okay. Ja, okay, ich hab's verstanden! Alter, das war ein richtiger Jumpscare. Oh, fuck. Hä, ich hab doch ein Bett. Fuck. Bitte spawn am richtigen Ort. Boah, das mich erschreckt. Das war ja... Oh mein Gott. Ja, und sobald die einen... Das ist... Ich finde die Funktion, dass die einen auf dem... Oh, willst du mich doch verarschen. Okay, ich habe ja irgendwo da oben gebaut. Ich finde zwar die Funktion auch geil, seit dem TLC 1 oder 2. Eins von beiden war das. Finde ich die Funktion natürlich geil, dass die einen auf den Boden werfen können. Aber das macht bei einer großen Gruppe, ist man eigentlich schon so gut wie tot. Ja, eigentlich kann man sich auch schon direkt mit dem Command selbst töten. So sehr ist eigentlich der Tod sicher. Ich muss die Sachen da wiederholen. Das heißt, ich baue wieder Bola. Ich muss da irgendwie hin. Eher würde ich sogar versuchen, ins Wasser zu springen und mich mit ein paar Spinos oder Krabben oder sowas auch immer da drin jetzt gerade schwimmt, auseinanderzusetzen. Als jetzt noch zu versuchen, da mich mit vier... mit vier von den Viech, von den Raptoren anzulegen. Darauf setze ich nicht an. Aber Alter, haben die mich erschreckt. Die kamen vollkommen random. Aber ich kann Rose und so noch nicht einsetzen. Selbst das schafft sie nicht. Warte mal, streichen mache ich mal. Ey. Und so. Ich versuche da jetzt nur mit Bola reinzurennen. Boah, bitte sag einfach, ich habe alles. Stein, Leder habe ich. Okay. Ich versuche da mit Knüppel, Leder und sowas. Durchzukommen. Eins kann ich bauen. Was fehlt mir denn danach? Das Leder? Okay, hoffen, dass noch einer Leder hat. Weil mit einem... Mit einer Bola kann ich nix anfangen. Da sterbe ich doch direkt. Ich bin am Arsch. Ich versuche jetzt mit einer Bola durchzurennen.
Wenn ich Glück habe, greifen die eher den Paracer an oder wurden sogar schon vom Paracer getötet. Aber ich kann mich halt natürlich nicht darauf verlassen. Okay. Oh, und da läuft der Skorpion rum, aber der ist, glaube ich, langsamer als ich. Skorpione sind auch richtig nervig. Vergiften einen, und dann bist du betäubt und dann. Einer. Ist irgendwie dumm. Da hinten sah ich noch einen rumhuschen. Also ich baue mal ganz kurz hier. Ich bräuchte mal ganz kurz einen Stein. Boah, blöd. Wo war denn mal Stein? Habe ich doch noch. Ja. Einer ist da unten runtergelandet, dieser Depp. Weil ich sehe da noch zwei weitere. Entweder muss ich die auch versuchen, irgendwie runterzukriegen. Eins, zwei, sehe ich. Zu 100%. Okay, ich würde sagen, ich hole mir nochmal einen. Oh, stimmt, ich muss hier aufpassen. Ja, da hinten läuft der Skorpion rum. Jetzt kommt noch einer von der Seite und ich bin tot. Das wäre mein Glück, wie immer. So, gib mir Leder, gib mir Leder. Ja. Leder. Sechs Stück. Oh, okay, die sind jetzt. Die haben sich mit dem Falschen angelegt. Leute. Was ist dein Problem? Wurdest du angegriffen von einem der Viecher? Du bist fast tot. Du rennst wahrscheinlich weg. Ja, du tust mir leid, aber ich kann dir nicht helfen. Ach komm. Nummer 1. Die kommen ja meistens irgendwie. Okay, das war viel zu niedrig. Ja. Okay. Ich habe gerade Herzklopfen. Sobald ich entdeckt werde, bin ich tot. Oder nicht weg. Entfernung gewinnen, dann versucht die abzuschießen. Okay, sie haben mich schon gefunden. Nein! Ihr seid so miese Viecher. Ich hasse euch wegen dieser Scheiß. Leck mich doch! Ah! Jetzt renne ich da einfach nur noch. Oh ja, warte mal. Ich muss da erstmal hin. Ihr lacht euch wahrscheinlich tot. Ja, eigentlich muss ich ja dahin, ne? Alter. Aber vielleicht liegt einer von denen schon, wenn ich da auftauche. Da. Ich hasse das Leben. Nicht mit mir. Bitte lasst mich doch in Ruhe. Ich habe nichts getan. Ich habe doch nicht mehr dieses Karma verdient. Bitte. Nimm den Trike. Dann müssen wir so ein D. Einfügen. Hab sie abgehängt. Oh Gott.
Gott sei Dank. Alter, sind die Viecher nervig. Oh mein Gott. Also. Das war witzig. Ich glaube, da extra dafür müsste ich. Ich hasse euch doch. Das kann nicht sein, dass hier ein Ravager jetzt rumhantiert. Ein Ravager. Geh down. Bitte, 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 bitte. Tu mir das nicht an. Tu mir das nicht an. Tu mir das. Ist nicht wahr, dass hier ein Ravager rumläuft. Warum passiert nur mir sowas? So heißt die Folge offenbar. Oder was halt habe ich getan? Aber egal, was es heißen wird, es ist blöd. Warum passiert mir das? Warum? Er beantwortet mir das, Leute. Ich habe nichts getan. Okay, muss ich auch noch einen Ravager ausweichen. Ich hasse mein Leben. Ach, kannst du zumindest bitte betäubt werden dadurch durch meine Schläge. Ich sterbe immer wieder. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Nimm den Bulldog. Oder nimm den Trike. Hier Stegi, meine ich. Nimm Stegi. Bitte. Lass mich in Ruhe. Stimmt, der ist jetzt. Zwei, einer liegt von denen. Kannst du mich bitte loslassen? Hallo? Aber einer liegt. Ich muss jetzt also wieder schnell dahin. Versuchen, am Ravager vorbeizukommen, wenn er noch da ist. Ach komm, er hat überlebt und ihn getötet. Kannst du. Ich möchte keine schießen. Scheiß auf den Raptor. Ist nicht dein Ernst. Bitte geh weg, bitte geh weg. Ich hasse mein Leben. Oh, warte mal. Ja, ich log ihn weg. Ich log ihn weg. Ich logge ihn weg. Das ist gut. Ja, okay. Komme ich heute noch an den Loot? Ich will ihn da nicht despawnen lassen, ne? Werde ich auch nicht. Da ist mein ganzes gutes Stuff drin. Oh, okay. Wo bin ich?
Okay, ich bin auf der falschen. Es ist sogar ein Tag. Aber es ist die falsche Seite. Armfallstufe. Ah, okay, komm, töte mich. Töte mich, bitte, komm. Danke, danke. Ja, los, reiß mir auseinander, bitte. Danke, danke, danke. Ah ja, das tut so gut, das tut so gut. Mann. Das sind wir nur Level 1. Bitte nicht nochmal das Bohren. Ey, ich hasse mein Leben. Warum passiert immer mir nur so eine Scheiße? Gefühlt ist es halt wirklich immer am, liegt's an mir. Liegt's an mir! Natürlich, ihr läuft ein Kanu. Aber jetzt muss ich nur auf die andere Seite. Okay, das geht noch, das geht noch, das geht noch. Alter, laufen hier viele Raptoren rum. Ja, ich weiß, hinter mir sind ein paar. Aber drüben, hier drüben habe ich ja zwei große Auswahl. Zwei große Auswahl gehabt. Die laufen aber wirklich acht oder von den Viechern rum. Bitte. Bitte lass mich an einen Ort spawnen, der. Allein schon dieses. Heißt nichts Gutes. Bei mir gibt es nämlich keine Pferde. Ernsthaft? Da drüben muss ich rüber. Jetzt dreimal raten, wo ich lang muss. Ja, das heißt. Hol mich schöner Tod. Oh Gott. Ich hab's überlebt. Ich bin der Beste. Ich bin der Auserwählte. Oh nein. Oh, warte mal, ich hab's überlebt. Ich bin halt wirklich der Auserwählte. Oh ja, da laufen immer ein paar, hier Riesenkrabben rum. Das ist kein Problem. Aufpassen, dass wir den Raptor hier nicht treffen. Es ist halt manchmal auch wirklich hartnervig. Wahrscheinlich ist der Raptor natürlich auch wieder auf freien Fuß, der andere. Ist für mich da natürlich auch wieder nervig. Warum kommt jetzt, warum spawnen jetzt hier jegliche Tötungsmaschinen? Oh, ich, mein Base wird angegriffen. Was tötet denn meine Base? Ich mach's weiter. Oh Mann. Attacke. Noch mal sterben.
So, gleich müsste es vorbei sein. Psch, alles wird gut. Alles wird gut. Bald ist es vorbei. Boah, macht doch kein Drama draus. Geh doch einfach. So. Jetzt gehe ich da hoch. Hol mir meine Viecher. hol mir meine Sachen zurück. Und gehe. Ich gehe da nicht mehr hoch. Ich hau einfach ab. Ein Ravager von meiner Base ist natürlich besser zu. Ich hab den ja hier vorne hergelockt. Was einerseits eine kluge Idee war, andererseits habe ich das Ding jetzt. Das Problem natürlich jetzt hier vorne. Ja. Und auch hier ganz sneaky hier oben machen wir es. Einfach von Ebene zu Ebene. Gleichzeitig hoffen, dass der Raptor uns nicht sieht. Und jetzt Daumen drücken, dass der andere noch betäubt am Boden liegt. Was ich natürlich stark bezweifle. Tut auch nicht mehr. Aber ich habe meine Sachen. Okay. Heute ist der Ravager da hinten. Okay. Ich glaube, ich bin irre, aber... Oh. Bin ich irre oder einfach nur irre? Irgendwie habe ich so das Gefühl, wenn ich ihn hier reinfolge... Er liegt! Oh mein Gott! Er war halt fast betäubt von den ganzen Schlägen, wahrscheinlich auch, die ich über die Zeit gegeben habe. Nice! Ah, Kessel 4, wow. Aber immerhin. Ein Ravager. Es hat sich zumindest gelohnt, die ganze Strapazen. Das ganze Geheule. Und den anderen möchte ich jetzt bolern. Aberrant Dire Bear. Den kriege ich nicht, ne? Oder steckt er da fest? Kann auch sein. Soll ich ihn versuchen? Ja, okay, ich krieg den eh nicht raus. Oder? Hm. Legen wir es heute nicht drauf an. Okay, wie spät ist es? Okay. 30 Minuten aufnehmen. Wo ist der Raptor hin? Ah, da. Haha! Ah, was hältst du jetzt für, du Arschloch? Alter, okay, ein Schuss hat schon die Hälfte deiner Leben weggemacht. Oh, shit. Ein weiterer Schuss hätte er nicht überlebt. Und welches Level? Hä? Hat der. Der muss doch auch ein Level haben. Rüstung, war männlich. Rent. Ah, 4. Hm. Schlecht. Ich glaube, ich habe die Einstellung wieder auf schlechter gemacht. Keine Ahnung. Ich stelle die gleich mal wieder höher. Auf alle Fälle. Bevor ich es jetzt wieder vergesse. Okay.
Ich guck mir noch mal an, wo war der? Da. Gut, Leute, ich würde aber erstmal sagen, das war's mit der Folge. Ich werde die Viecher noch in die Base bringen. Das war's mit der Folge. Hoffentlich hat's gefallen. Wenn ja, gib einen Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.